Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Donnerstag. Neues und Interessantes aus Niederschlesien und dem Zittauer Gebirge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lausitzwelle Regionalzeit. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute schauen wir auf Nachrichten aus dem Zittauer Gebirge sowie dem restlichen Landkreis Görlitz. Am Montag haben sich Vertreter der LEAG und die beiden Landräte der Landkreise Spree-Neiße und Görlitz getroffen, um wegweisende Zukunftspläne zu schmieden. So setzen sie sich beispielsweise für die Stärkung und den Ausbau des länderübergreifenden öffentlichen Personennahverkehrs ein. Diese Initiative zielt darauf ab, den Energiekonzern in seinem Bemühen, um neue Auszubildende zu unterstützen. Die Zukunft für duale Ausbildungen in Weißwasser und Forst soll gesichert werden. Dafür haben die LEAG, der Landkreis Görlitz in Sachsen und der Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg jetzt eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Wie es in einer Mitteilung dazu heißt, dient die länderübergreifende Kooperation insbesondere der Sicherung von Fachkräften für innovative Berufe im Technikbereich durch die Unterstützung des Ausbildungsmarktes in der Lausitz. Demnach sollen die Auszubildenden in technischen Berufen an den Berufsschulzentren in Weißwasser und Forst theoretisch geschult werden. Die LEAG plant dazu für 2024 etwa 10 Auszubildende in Weißwasser und 32 in Forst aufzunehmen. Ab sofort sind Karten für die Preisverleihung des Internationalen Brücke-Preises 2023 erhältlich. Die Karten werden an Interessierte kostenlos vergeben. Die Verleihung findet am 8. Dezember im Kulturforum Görlitzer Synagoge statt. Die diesjährige Auszeichnung geht an Dieter Bingen vom Deutschen Polen-Institut. Er wird für seine Förderung der Partnerschaft zwischen Polen, Deutschland und anderen europäischen Nachbarn sowie für die Mitbegründung des deutsch-polnischen Gesprächskreises Kopernikus-Gruppe geehrt. Mit dem Brücke-Preis der Europastadt Görlitz-Skorzelec werden jährlich Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich um die deutsch-polnische Verständigung, den kulturellen Austausch und die Zusammenarbeit in Europa verdient gemacht haben. Ein besonderer, lebendiger Adventskalender startet am 1. Dezember im Eubiner Ortsteil Lückendorf. Bereits zum 12. Mal sind alle Bewohner der Gemeinde dazu aufgerufen, in der Adventszeit miteinander durch die Straßen zu ziehen und ins Gespräch zu kommen. Besonderheit dabei: beim Lückendorfer lebendigen Adventskalender werden verschiedene Fenster, Türen oder Garagentoren im Ort festlich geschmückt und mit einer Zahl versehen. Den Adventstagen folgend wird dann jeweils um 18 Uhr die entsprechende Tür bzw. ein Fenster geöffnet. Dabei werden gemeinsam Lieder gesungen oder Adventsgeschichten erzählt. Alle Infos dazu sind auf der Internetseite der Gemeinde Eubin zu finden. In Niesky sollen sich Einwohner und Besucher zukünftig spezielle Lastenfahrräder mit Elektrounterstützung ausleihen können. Die Besonderheit dabei: zwei Personen können nebeneinander sitzend fahren. Zum Abstellen der Gefährte soll eine besondere Fahrradbox mit eingebauter Ladestation dienen. Mit den Lastenrädern kann dann beispielsweise Gepäck oder der Einkauf von einem zum anderen Ort transportiert werden, so die Initiatoren. Möglich ist das Projekt durch die Preisgelder des Simol Plus Kreativ-Mitmachwettbewerbs geworden. Damit stehen jetzt für die Umsetzung 125.000 Euro zur Verfügung. Die Fahrradbox soll nun von der Firma Nusser entworfen und gebaut werden. Die Verkehrswacht soll später den Verleih der Räder übernehmen. Die Landesdirektion Sachsen hat einen Zuschuss für den Kreishaushalt 2023-24 des Landkreis Görlitz angekündigt. Diese sogenannte Bedarfszuweisung kann bis zu 40 Millionen Euro betragen. Der Zuschuss ist jedoch abhängig von Maßnahmen zur Konsolidierung des überschuldeten Görlitzer Kreishaushaltes. Insbesondere sollen dabei kurzfristige Kredite in langfristige umgewandelt werden. Landrat Stefan Meyer unterstrich in seinem ersten Statement die Bedeutung des Zuschusses für den Landkreis. Ohne die Bedarfszuweisung drohe eine zweijährige haushaltslose Zeit und damit auch die Streichung aller geplanten für die sogenannten freiwilligen Aufgaben des Landkreises. Ob die Voraussetzungen für den Zuschuss geschaffen werden, liegt nun in den Händen des Görlitzer Kreistages. Man habe jetzt die einmalige Chance auf Gewährung einer Bedarfszuweisung und solle diese nutzen, appellierte der Landrat an die Kreisräte. Die Bauarbeiten am Görlitzer Elisabethplatz gehen weiter. Bereits seit einigen Wochen wird auf dem Westteil des Platzes gearbeitet.
Nunmehr starten die umfangreichen Tiefbauarbeiten, die voraussichtlich bis Mitte kommenden Jahres andauern werden. Von den Arbeiten längerfristig betroffen sind auch die bisherigen Märkte und Einrichtungen auf dem Areal. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden diese nun auf die beiden Ausweichstandorte Marienplatz für Imbissstände und Gastronomie sowie auf den östlichen Elisabethplatz für die Verkaufsstände verlegt. Ab Mitte 2024 sollen dann die abschließenden Arbeiten zum Straßen- und Landschaftsbau starten. Die Erneuerung des Elisabethplatzes ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtverwaltung und der Stadtwerke Görlitz. Die städtischen Museen Zittau haben mit dem Ausstellungsprojekt 1000 und deine Sicht bei der Verleihung des Sächsischen Museumspreis den Sonderpreis in der Kategorie Museum als gesellschaftlich relevanter Ort gewonnen. Museumsdirektor Peter Knüvener und Kuratorin Sabine Zimmermann-Törne nahmen die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung entgegen. In ihrer Laudatio wurde vor allem die Arbeit des Museumsteams an der ein ganzes Jahr andauernden Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe 1000 und deine Sicht gewürdigt. Die energetische Sanierung der Kindertagesstätte Schwalbennest im Zittauer Ortsteil Diddelsdorf ist nach zweijähriger Bauzeit abgeschlossen. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Das historische Gebäude bekam ein neu gedecktes Dach, die Fassade gedämmt und neue Fenster eingebaut. Das Bauvorhaben wurde durch die Stadtentwicklungsgesellschaft und das städtische Bauamt realisiert. Jetzt sei ein wichtiger Baustein für Aktivität und Lebensqualität in Diddelsheim wieder auf einen sehr guten Stand, so Oberbürgermeister Thomas Zinker. Die Baukosten der Maßnahme beliefen sich auf rund 450.000 Euro. Davon wurden 277.000 Euro über die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung zur ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen gefördert. Noch ist das Gebäude nicht fertig saniert. Weitere Arbeiten wie die Erneuerung der Heizungsanlage stehen noch an. Bis Mitte des Jahres 2024 werden hier noch weitere 160.000 Euro über das Förderprogramm VWV-Kita-Bau des Landes Sachsen in Verbindung zusätzlicher Eigenmittel der Stadt Zittau, des Landkreises Görlitz und der Zittauer Kindertagesstätten verbaut werden. Ein schwerer Unfall am Montagnachmittag sorgte für drei Verletzte auf der S128 bei Rennersdorf im Landkreis Görlitz. Gegen 17 Uhr kollidierte ein Dacia und ein Audi seitlich miteinander. Der Aufprall war so heftig, dass eine Person aus dem Dacia von der Feuerwehr mit schwerem Gerät herausgeschnitten werden musste. Der Audi prallte nach dem Zusammenstoß mit einem Baum zusammen. Insgesamt wurden bei diesem Unfall drei Menschen verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Die Staatsstraße 128 musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für über eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Am Montagnachmittag kam es gegen 16.30 Uhr auf der Goethestraße in Görlitz zu einem Unfall. Offenbar auf regennassem Kopfsteinpflaster kollidierte der VW Golf mit einem anderen Fahrzeug oder einem Baum. Dabei wurden nach ersten Informationen von Lausitz News zwei Menschen verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen versorgt. Der Golf kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Nun ermittelt die Polizei zum genauen Unfallhergang. Unbekannte haben am Mittwochnachmittag die Herrentoilette im Berufsschulzentrum in Görlitz verschandelt. Die Täter schmierten vermutlich mit schwarzen Stiften diverse linksradikale Schriftzüge über die Kabinen, welche sich unter anderem direkt gegen eine politische Partei und ein Mitglied des Landtags richteten und zu Straftaten gegen diese aufforderten. Die Täter waren offenbar während bzw. im Anschluss an eine dort stattfindende Versammlung anlässlich der gestrigen Kreistagssitzung am Werk. Der Staatsschutz ermittelt. Am Montagnachmittag kam es gegen 18.30 Uhr auf der Goethestraße in Görlitz zu einem Unfall. Offenbar auf regem nassen Kopfsteinpflaster kollidierte ein VW Golf mit einem anderen Fahrzeug oder einem Baum. Dabei wurden nach ersten Informationen zwei Menschen verletzt. Diese wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Der Golf kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Nun ermittelt die Polizei zum genauen Unfallhergang. Freitagnacht haben sich Unbekannte an einem gesichert abgestellten VW-Transporter in Jonsdorf zu schaffen gemacht. Die Täter schlichen sich zu einem privaten Gelände an der Großschönauer Straße, schraubten ein Holzzaunfeld ab und begaben sich auf das Grundstück. Durch gewaltsame Stechen des Türschlosses gelangten sie in den Fahrzeuginnenraum, starteten den Motor und versuchten den Transporter zu entwenden. Dabei blieben die Täter mit dem Fahrzeug zwischen den Steinpfeilern des Zaunes hängen und flüchteten in der Folge zu Fuß vom Tatort. Der verursachte Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 20.000 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Die Ermittlungen führte Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland. Das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das Kostbarste, was er im Leben besitzt,
ist die Familie. Das sagte einst der Sozialreformer Adolf Kolping. Doch nicht jeder Mensch hat das Glück, in einer Familie, dazu in einer intakten groß zu werden. Das Jugendamt des Landkreises Görlitz befasst sich täglich mit Problemfällen von familienlosen Kindern. Im Sinne des Kindeswohls, sofort handeln zu können, braucht es Pflegeeltern, die Kinder ein Stück Familie geben. Auch wenn es nur für eine begrenzte Zeit ist. Ist ein ernstes Thema, womit wir schon immer konfrontiert sind im Landkreis, dass eben halt auch Kinder in Pflegefamilien untergebracht werden müssen. Ist ein wichtiges Thema und deswegen wollten wir das einfach, dass Sie das im Detail auch mal erfahren und dass wir auch die Gelegenheit haben, dafür positiv zu werben, weitere Pflegefamilien zu gewinnen. Wir haben schon viele und um die wird sich auch sehr redlich gekümmert. Kinder in Not brauchen ihre Hilfe. Das steht auf Karten und Faltblättern, mittels solcher der Landkreis Görlitz derzeit undringend Pflegeeltern sucht. Damit verbunden der Appell, nehmen Sie ein Kind auf, das vorübergehend ein Zuhause braucht. Beim vorigen Pressegespräch des Görlitzer Landrates Dr. Stefan Meyer formulierten er und auch Daniela Steinhoff, Sachgebietsleiterin beim Jugendamt, diesen dringenden Wunsch. Sie nannten Zahlen und Fakten, doch solche sind nur theoretisch. Praktisch wird es bei Pflegeeltern, die von ihren Erfahrungen berichten können, so ein Ehepaar in der Lausitz, das innerhalb weniger Stunden zur Familie wurde. Inzwischen haben sie 2 Kinder aufgenommen. Ihre Erfahrungen machen das Thema anschaulich und plastisch. Sie reden von Herausforderungen und Freuden, den Schritt auf das Jugendamt zugegangen zu sein und zunächst ihre Bereitschaft zur Aufnahme von Kindern bekundet zu haben, bereuen sie jedenfalls nicht. Lausitzwelle hat das Ehepaar besucht. Hier einige Auszüge aus dem Gespräch. Ich habe das nochmal für mich auch erinnert, was alles dazugehört in dieser ganzen anfänglichen Phase. Und es ist schon umfangreich. Es fing an mit einer Art Informationsgespräch, um einfach nochmal aufzuklären, was bedeutet das, was gibt es für Möglichkeiten von Adoption bis Pflege und noch so die einzelnen, ich sag mal, Untergruppen, was die Pflege beinhaltet. Genau, und dann hat sie uns nach Hause geschickt und hat gesagt, überlegen Sie sich das nochmal gut. Ja, genau. Was ich auch besonders schön in Erinnerung hatte, war, da war auch eine junge Frau und die hat auch dann nochmal so ihre eigenen Erfahrungen geschildert. Das war das, was irgendwo am Ende am ersten hängen geblieben ist. Da musste man noch ein paar Unterlagen einreichen. Einfach nur, also das Amt, so haben wir es empfunden, wollte einfach bloß sicher gehen, dass wir uns sicher sind über den Weg. Ja, wir mussten halt sowas wie Führungszeugnis noch einreichen. Und ich weiß gar nicht, was das noch war. Aber Gesundheitszeugnis. Aber das sind alles so Dinge gewesen, die wir nachvollziehen konnten, warum, weshalb das sinnvoll wäre. Es war klar, dass man sowas einfach darlegen müsste, wenn man diesen Weg gehen will. Für uns war das ewig nicht fassbar, dass wir jetzt Eltern sind. Der Weg vorher war so ewig lang und auf immer, ups, wir sind Eltern. Wir haben Wochen gebraucht, um das zu realisieren, dass es so ist, obwohl wir ununterbrochen ja daran erinnert wurden. Aber es war immer unfassbar. Wir haben uns einfach total gefreut, dass so dieser lange Weg irgendwo jetzt ein Ende hat. Unsere Erfahrung mit dem Jugendamt. Wir haben ganz viel von außen auch Fragen bekommen aus dem Umfeld, wie wir das alles so empfunden haben. Und wir können uneingeschränkt sagen, dass der bisherige Weg mit so tollen Mitarbeitern war. Wir haben nur tolle, engagierte, sympathische, kompetente, ich könnte es weiterführen, Leute kennengelernt, die uns immer ziemlich unterstützt haben. Ne? Also wir haben es immer als eher eine Unterstützung wahrgenommen, dass das Jugendamt irgendwo immer so ein Stück weit bei uns im Nacken. Auf der Schulter sitzt, ja. Genau, weil wenn es Unklarheiten geben würde, gerade was auch vielleicht Umgänge angeht, die ja gepflegt werden, ist das Amt der Vermittler und man kann sich dort immer Rat suchen. Unser Sohn war für eine kurze Zeit in einem Heim sozusagen und man bekommt mit, wie Kinder geprägt sind, nur durch die kurze Zeit. Wir wünschen es niemandem, auch wenn es eine Variante ist, in einem Heim groß zu werden, das ist ein großer Unterschied. Man hat bei beiden Kindern gespürt, dass sie so eine Bindung aufgebaut haben und so eine Kuschelfreunde geworden sind. Ich glaube, das kann kein Heim geben. Also das ist schon der Aspekt dieser emotionalen Stärkung, ist in einem Heim nicht gegeben. Das wünsche ich niemandem. Es
ist nur eine Notvariante. Im Landkreis Görlitz gibt es derzeit 339 Pflegefamilien und sie betreuen 407 Mädchen und Jungen. Aktuell stehen 8 Kinder auf unserer Vermittlungsliste, größtenteils sehr kleine Kinder oder Babys. Und wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen über E-Mail oder Telefon und einen ersten Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren. Vielen Dank. Und das war auch schon unsere Lausitzwelle Regionalzeit am Donnerstag. Morgen werfen wir einen Blick in die Niederlausitzer Heide und ins Elbe-Elsterland, ganz im Norden der Lausitz. Seien Sie dabei um 18.30 Uhr. Bis dahin, auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.